So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ich habe bisher gerade so die Top-Comments gecheckt, wenigstens, damit ich so einen Überblick habe, wie es steht. Und einer meinte, schau bitte nicht auf die Karte, sondern so, guck einfach nur in deine Dokumente. Da, das hier sollen meine Ziele sein. Da soll ich hin. Standorte der fremden Einrichtungen. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Die Seuchenforschungseinrichtung, Tiefe 800 Meter, Standort, Höhlensystem mit beträchtlichen Fossilienvorkommen, südwestlich der Vollstreckungsplattform. Was ist die Vollstreckungsplattform? Funktionsuntersuchung lebender Exemplare. Und das Wärmekraftwerk bei 1200 Meter, so tief können wir noch nicht. Also ist das hier mein Ziel, die Seuchenforschungseinrichtung. Und ein anderer Kommentar meinte, das wurde mir ja schon mal gesagt, ich habe es ja mittlerweile schon wieder verpeilt gehabt, ich soll zu jedem Zeitpunkt im Spiel immer eine, mindestens eine lila und orange Tafel, also lila hieß es nur, jetzt mittlerweile ist es lila und orange, Tafel dabei haben. Das kann ich gerne machen, wenn ich die finde. Ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt reingelegt habe. Ist da noch ein Ei? Oh, oh, ich habe noch zwei Eier. Upsi. Die kann ich dazu legen. Ansonsten meinen die Leute noch, ich sollte so nach oben hin. Oh, der ist schon voll groß geworden. Sollte nur aufpassen, nicht zu sehr rumzuschieben. So. Da ja, bitteschön. Nochmal zwei Kreaturen, die ich mir schlüpfen lassen kann. Sehr schön. Bin gespannt, was da rauskommt. Ah, das sind drei. Ja, ja, genau. Hat ja noch eins dazugelegt. Ich remembere. Okay, wo habe ich die Tafeln hingelegt? Bei ETC? Nein. Wo zur Hölle habe ich die Tafeln reingelegt? Ja doch, bei Tools, hier. Orange Tafel, lila Tafel. Okay, dann nehmen wir die beiden auch noch mit. Dafür lege ich aber das Kupfer und das Gold weg, was ich dabei habe. Einmal Kupfer weglegen und einmal Gold weglegen. So. Jetzt haben wir einiges an Zeug dabei, nur kein Essen. Hm. Soll ich mir irgendeinen Fisch salzen? Naja, darum können wir uns hier nochmal kümmern, wenn wir uns irgendwie mal eine Basis nochmal bauen. So. Ich esse mal kurz, zack, zwei Stück davon. Und jetzt können wir noch mal gucken, genau, es wird jetzt hier eine Suche heute, ich sehe schon. Achso, eine Sache bitte noch, bitte fragt nicht die ganze Zeit nach Folgen. Ich weiß, manchmal fällt eine aus und es ist doof für euch, aber ich weiß es selber nicht genau, wann die immer kommen und wie und wo. Ich will nicht jeden Tag irgendwie ein Update bringen müssen, wann die Folge kommt. Sie kommen einfach, okay, danke. Besonders unter anderen Videos ist es eigentlich so gemein, weil man macht ein Video, freut sich auf die Resonanz dazu und dann ist der Top-Kommentar drunter, wo kommt Subnautica? Nicht cool. Ah ja, die Vollstreckungsplattform ist die Kanone. Okay, hier steht es genau. Okay, okay. Und 800 Meter Tiefe, solchen Forschungseinrichtungen. Da gehen wir also noch mit der Motte hin, weil ich gehe erst, sobald ich dieses grüne Zeug habe, mit meinem anderen Ding los. Ich habe irgendwie Angst, dass es kaputt geht. Keine Ahnung. Und die Motte reicht ja eigentlich. Wir müssen hier nur scannen, bisher. Und wir haben da ein paar kleine Torpedos drin. 800 Meter Tiefe und wo stand das? Da, südwestlich der Vollstreckungsplattform. Gottes Willen, das wird einfach eine Ewigkeitssuche. Wir werden das nie finden. Hier steht Steve. Hallo Steve. Hier, kriegst wieder ein Leckerli. Oh, oh. Einfach aus meiner Hand geschlagen, gegessen. Kann schon dreist. Beim nächsten Mal töte ich dich. Nein. So. Frage. Welche der beiden Inseln war das mit der Kanone? Ich glaube, das war die da. Südwestlich? Also, schwimmen wir einfach so tief es geht auf dem Weg dahin. Weil wenn wir 800 Meter... Wir haben alles, ne? Ja, wir haben Getränke dabei. Nur nichts zu essen. Aber ich habe mein Messer und kann Fische live braten. Kann ich mir ja merken. Auch wenn ich das gerne mal vergesse. Okay, dann schwimmen wir einfach mal los in unser Verderben und gucken, was uns erwartet. Kann ja nicht allzu schwer werden. Allzu schlimm. So. Ich hoffe, das ist die Insel mit der Kanone. Bin mir nämlich ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Wir können ja erstmal ein bisschen näher ranschwimmen, dann sollten wir die Alien-Kanone sehen. Und dann können wir immer noch tiefer tauchen. So.
Das ist auf jeden Fall eine Insel. Zeig mir endlich die Alien-Kanone. Ja, da unten ist die Alien-Kanone. Okay. Dann müssen wir hier auf 800 Meter Tiefe kommen. Wie zur Hölle sollen wir 800 Meter tief kommen? Hier ist überall Küste. Und hier ist dieses dumme Reaper-Gebiet in die Richtung. Okay. Gibt's hier irgendwo Höhlen, von denen ich nichts weiß? Gucken wir mal in die Richtung mehr. Ja, ja, chillt. Ah ja, guck mal. Hier sieht's gut aus. So. Dann auf nach unten mit uns. Ich bewege mich mal so ein bisschen, weil ich diese Viecher die ganze Zeit um mich rum höre. Und hier müsste irgendwo die Seuchenforschung sein. Hallo! Kleiner Haifisch. Ich bin zu schnell für alles. So, das ist doch eher so südwestlich. Ja, guck mal, sieht doch gut aus. 800 Meter tief. Hey, hey, hey. Kann mich ja nur Tod und Verderben erwarten. Ah, gut. Was soll's. Können ja einmal hier speichern. Kann ich doch im Notfall umdrehen. Sagt er auf 500 Meter Tiefe. So. Wir müssen noch tiefer. Aua. Hat mich aber nicht ganz getroffen. Oh, guck mal, hier sind so große Quellen von dem Uranthanit. So. Müssen aber noch tiefer. Kann ich irgendwie da rein? Sieht nicht so aus, als könnte ich da rein. Südwestlich. Sind überall nur diese Haie. Nennen sie mal Haie. Komme ich denn auf 800 Meter Tiefe? Ganz schön viel verlangt. Oh Gott, das ist ein verseuchter Hai. Macht das die Verseuchung einen eigentlich stärker oder sowas? Wäre unlogisch, oder? Ja. Ich glaube, in diese sprudelnden Löcher kann ich nicht rein. Nee, das sieht nicht safe aus. Das sieht eindeutig nicht safe aus. Okay, wir schwimmen einfach hier ein bisschen rum und gucken mal. Irgendwo wird es schon irgendwie irgendwas geben. Ich glaube jetzt nicht, dass mein U-Boot nämlich lavafest ist. Ich habe es zwar jetzt persönlich nicht getestet, aber bin mir ziemlich sicher. Hier ist gerade kein Hai, oder? Was ist das? Silbererz! Uiuiuiui! Okay, das Gebiet ist cool. Ich habe nämlich wieder keine Boje mitgenommen. Schlaumeier. Ich suche jetzt schon so lange ohne ein Ergebnis, dass ich jetzt doch erstmal eine Boje holen gehe. Weil wenn ich was finde, finde ich es nie wieder. Ohne eine Boje. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine kurze 800 Meter Reise nach Hause. Einfach genau Richtung Norden von unserer Basis aus. Und unten halten. Kann ich mir ja merken. Ich habe voll Angst, dass ich meinen Kumpel irgendwann mal ramme, wenn ich hier jetzt mit der Motte ankomme. Weil der schwimmt so an dem Eingangstor von mir rum. So. Achso, ich parke die Motte unter dem Dock, weil ich habe irgendwie schon die Hälfte des Stroms verbraucht. Das ist nicht mein Kumpel. Ach doch, das ist mein Kumpel. Den habe ich ja extra hier unten geparkt, aber der greift mich natürlich an. Weil er die Motte nicht kennt. Ah. Ist nur mein Kumpel. Ein Kupfer, ein Titan. Ich nehme diesmal zwei Bojen direkt mit. Da, der sollte jetzt nett sein wieder zu mir, ne? Jo. Mich lässt er in Ruhe. Mein kleiner Pirscher-Kumpel. Hoffentlich. Ja. Gut, dann pflücken wir hier ein bisschen Blutöl. Oh, da wächst ja echt viel dran. Ist ja geil. Und zack. Pflanzen da noch ein bisschen mehr. Kann ich mehr als drei überhaupt mitnehmen? Nee, gefühlt nicht. Okay. Dann gehe ich wieder in meine Basis und mache daraus was Schönes. So. Nämlich wieder etwas Benzol. Ganz gut, aus drei so Dingern, die einen Kilometer groß sind, einfach ein Benzol machen. Kann ich eigentlich irgendwas mit Benzol noch machen? Da!
Das Effizienzmodul, da brauche ich ein Benzol. Aber das haben wir schon. Spatenfischei entdeckt. Oh, einer der Fische ist geschlüpft. Oh, Krabbe ist ganz schön groß geworden. Wo ist der Spatenfisch? Ach da, das kleine Dingsi. Süß. Gott, ist die schon groß, die Krabbe. Echt riesig geworden. Ich wüsste nicht, wo ich euch freilassen soll. Weil ich will irgendwie kein EMP-Monster haben. Und es ist so gruselig, das Viech, das will ich eigentlich nirgends sehen. Ja, dann bleibt hier drin, bis es stirbt. Perfekte Lösung. Hallo. Wenn wir aber gerade schon hier sind, dann teste ich mal auch noch diese lebende Wand. Weil wir haben ja hier eine freie Wand sowieso. Muss ich nur finden, wo sie ist da. Nein? Ach, davon... Ach, das ist so wirklich so ein Ding, was man anbringt, okay. Ich glaube, das ist nur Deko. Da kann ich nichts anpflanzen. Naja, habe ich da eine lebende Wand. Kann ich mitleben? Haha. Und ich würde sagen, wir gehen wieder in die Todesgrube. Ja. Soll ich versuchen, hier durch so eine Höhle ins Tiefer zu kommen? Aber ist ja nicht mal ansatzweise so tief. So, da sind schon wieder die ersten Haiblups. Das ist schön und süß und gut. Aber uns fehlen immer noch 300 Meter an Tiefe. Nee, da geht's nicht runter. Kein Fall. Wollen wir sonst was erzählen? Ich würde gerade gerne mal wieder nach oben schwimmen. Um zu gucken, wo ich überhaupt bin. Wir wollen ja südwestlich der Insel sein. Dann gehen wir erstmal schön nah zur Insel und dann gehen wir einfach nur südwestlich. Oh, eine Sonnenfinsternis. Lol. Cool. Wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Sah cool aus. So. Ja, ist mir egal, ob du hier bist, Reaper. Das ist genau die Richtung, wo das Spiel mich gerade lang schickt. Das führt doch genau nur wieder in diese Schlucht. Ich weiß halt nicht, wie nah es an der Insel ist, ne? Aber wenn wir jetzt mal annehmen, es meint nicht dieses Loch. Dann bleiben wir mal auf so einer mittleren Höhe. Genau, da, die Stelle hier kenne ich. Hier bin ich immer runtergetaucht. Gehen wir weiter Richtung Südwesten und gehen mal in... Hier kommt, glaube ich, so eine rote Ebene, wenn wir weiter Richtung Südwesten gehen. Und tauchen dann da mal in den Boden runter. So. Genau. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Pilzwald. Okay. Ja, ich habe jetzt keine Höhle in dem roten Gebiet gesehen. Wenn es so weitergeht, kommen wir nur am Ende bei Krabbheim raus. Ich bin schon ultra weit weg von der Insel. Oh, hier ist ein Reaper unterwegs. Heißt, ich halte mich bedeckt. So. Okay, geht's doch schön weiter runter. Und hier ist auch bestimmt kein Reaper unterwegs. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Ja, scheinbar. Na, guck mal, hier ist wieder so eine Staubsaugerplattform. Hat gesagt, ich soll in Südwesten und jetzt schwimme ich einfach so lange in Südwesten, bis ich 800 Meter runter darf. Scheint ja aber richtig zu sein, wenn ich eine Warnung bekomme vor Leviathanen, oder? So. Ab nach unten. Hallo Alien. Muss dich leider ignorieren. Hallo. Hier sieht's gut aus. Ich schwimme einfach weiter. Geil, was für gruselige Geräusche mich hier begrüßen mögen. Lalala. Warum ist hier die Musik so bedrückend? Ich komme nicht weiter runter. Egal, schwimmen wir einfach ein bisschen rum. Ja, die Wände hier sehen voll cool aus. Warum ist die Musik hier so dramatisch? Warum ist es hier so dunkel? Wir müssen aber noch tiefer. Das war nah.
Hallo, wo ist meine Motte? Ach, da. Hey! Lass mich in meiner Motte sein. Weißt du, kam schon so ein Elektrofisch und jetzt schlagen mich hier die Dinger. Sind echt viele von denen. Aber die Hauer haben denen nicht gefallen, auf jeden Fall. Aber ich sehe hier unten halt auch nichts. Hier ist es einfach nur unendlich dunkel. Ja, genau, da soll ich hin. Ja, hallo, Brutzelfisch. Hier durch? Nee? Och, jetzt ist da schon wieder so ein Kalmar. Geh mir bloß aus dem Weg. Ja. Ha. Als ob ich hier wieder hinfinde jemals in meinem Leben. So, wir haben bald die 800 Meter. Ich verstehe schon, warum man mit dem Zyklop unterwegs sein soll. Aber was soll's. Wir packen das auch mit unserer Seemodde. So. Hier ist ein riesiges Skelett. Hallo. Müsst ihr mir jetzt eine neue Nachricht schicken? Wenn ich gerade schon hier in Todeshausen bin? Okay. Sehr viele fossilierte Dinger. Quallenrochenei entdeckt. Oh, guck mal, wie süß. Ja, ja. Du darfst mich nicht essen. Tut mir leid. Bist du schnell im Drehen? Geht. Okay. Wird schon nicht so viel Schaden machen. Oh, das ist so ein Geisterleviathan da oben. Cool. Wir halten uns einfach am Rand und talken nicht mit dem. Schaut er uns an? Nö, schwimmt einfach nur rum. Okay, okay. Wie zur Hölle soll ich ohne Koordinaten hier bitte die Basis finden? 800 Meter in der Tiefe kann halt einfach alles und überall sein. Musik hilft mir auch nicht. Geht's der Motte eigentlich noch gut? Die dampft so. Ah, jetzt geht's hier besser. War vielleicht ein bisschen zu nah am Boden oder so. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde. Obwohl, ich glaube, ich werfe eine Boje raus. Suchen wir aber eine Stelle, wo ich mir... Sind die böse? Was denkt ihr? Boje. Boje Name. Gräten. Gröten. Okay, ich lass mal Gröten, weil ich keinen Bock habe, hier ewig rumzugucken. So. Okay. Haben wir uns den Ort auf jeden Fall markiert, falls wir sterben. Weil die Wahrscheinlichkeit, mit Leviathan zu sterben, steigt, glaube ich. Also, wenn Leviathan in der Nähe schon chillen. Wir sind noch nicht ganz auf 800 Meter, müssten eigentlich noch ein bisschen tiefer. Ah, guck mal, hier geht's noch tiefer. Perfekt. Ah, die kennen wir auch. In so einer Höhle waren wir ja schon mal in sowas ähnlichem. Nur hatten wir da... Oh, guck mal da vorne. Da sind Lichter. Vielleicht sind wir hier richtig. Vielleicht auch nicht. Folgen wir mal den Alien-Lichtern. So. Aha! Ein riesiger Würfel. Wir speichern. Und da müssen wir jetzt rein. Oh, speichert sehr lange. Ah, danke. Ich hatte schon kurz Angst, dass irgendwas abschmiert. So. Draußen brauche ich ja nicht auf was Scannbares hoffen, nehme ich an. Ach, nicht schon wieder so ein Thaddeus. Nein, lass mich in Ruhe. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor.
Okay, die Alien-Struktur ist sogar zusammengebrochen. Ich dachte, die sind die stabilen. Oh. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads. Caution. Hazardous materials and life forms contained within. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben hier einiges zum Scannen hier drin. Ich weiß noch nicht, ob mich irgendwas angreifen will oder nicht. Aber wir haben hier erstmal einen Ort für eine Tafel. Zack. Die eine lila Tafel von mir. RIP. Scanner. So, Datenkonsole. Daten runterladen. Probenforschungsdaten. Ich glaube, wir gucken uns beim nächsten Mal hier um, weil das alles sonst sehr lange dauern wird. Aber ich speichere gleich. Probenforschungsdaten. Da. Ein Katalog mit Informationen über die Organismen, die zuvor in dieser fremden Einrichtung aufbewahrt wurden. Einige in Einträge konnten übersetzt werden. Kleiner Pflanzenfresser Kappa. Dieser Eintrag scheint sich auf die gewöhnliche Glubscher zu beziehen. Keine Immunität gegen die Infektion. Tod tritt in der Regel innerhalb von 4 Tagen ein. Zeigt eine Rückbildung der Symptome beim Kontakt mit Enzym 42. Symptome kehren jedoch schnell zurück. Zeigt fortgeschrittenes Lernverhalten und etwas Fassungsvermögen, um Enzyme auf andere Exemplare übertragen zu können. Leviathan-Embryos. Ausgewachsenes Exemplar für Studien im Behältern zu groß. Eier aus Nestern entnommen Embryos zeigen keine Zeichen von Immunität. Tritt in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Kleine Probe von Eiern für weitere hochpriorisierte Erforschungen der Brutvorgänge der Leviathane aufbewahrt. Rosa Fleischfresser Täter. Außenlabor zur Erforschung der Überreste eingerichtet. Zeigt gewisses Potenzial zur Immunität gegenüber der Infektion, aber physikalische Überreste erwiesen sich bisher als unzureichend für eine vollständige Rekonstruktion. Unidentifizierter Leviathan. Dieser Leviathan-Art wurde mit der Bezeichnung See-Imperator versehen. Knochenproben vom Imperator-Explorant zeigen ein gewisses Potenzial zur Kara-Immunität. Okay, jetzt wissen wir, dass der Virus Kara heißt. Einzelnes Exemplar für Studien in nur diesem Zweck gebauter Sicherungseinrichtung untergebracht. Errichtet in der Vulkanregion ins 1,4 Kilometer Tiefe. Ja, das ist wahrscheinlich... Da müssen wir noch hin, Vulkanregion. Beurteilung. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich das Imperator-Exemplar noch in der beschriebenen Einrichtung befindet, ist es vielleicht möglich, dort weitere Daten über die Suche der Fremden nach einem Heilmittel zu finden. Okay. Cool. Was ist das für Dinger? Habe ich schon mal gescannt. Okay. Und da drüben haben wir wieder einen grünen Spaßwürfel, den wir mitnehmen. So, okay. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, gucken wir uns den Rest der Einrichtung an und lesen so durch, was es hier so gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Zimbelmann, der dann durch diese Tür gehen wird. Da zu diesem riesigen Ei. Genau. Bis dann, euer Zimbelmann.